Einer der wohl ungewöhnlichsten und erst einmal auch ungewollten Botschaften aus anderen Dimensionen erhielt über Monate hinweg ein Mann aus Bühl, bei dem sich plötzlich fremde Stimmen in seine Telefongespräche mischten. Wie kann es sein, dass in dem total technisch abgeschirmten Telefonnetz der Bundespost Stimmen auftauchen, die dort eigentlich nicht hingehören? Die folgenden Bilder, liebe Zuschauer, haben wir nachgestellt mit einem Schauspieler. Der Ton aber ist der Originalton. Hören Sie bitte genau hin, er ist manchmal sehr schwer zu verstehen. Es ist ein wirklich rätselhaftes Dokument. Der ungewöhnliche Kontakt, in den der Bühler Statiker Manfred Boden verwickelt war, dauerte Monate und begann während eines Gesprächs, das er mit einer Freundin führte. Ja? Was sind da für eine Stimme? Ja, Ivan Jenes, was hast du denn für eine Tulpe bei dir? Ja, was für eine Stimme ist im Hintergrund am Telefon? Bei mir ist keine. Was? Ich bin ganz allein in meinem Zimmer unten. Ich bin allein im Wohnzimmer. Der Techniker hatte die Angewohnheit, seine Telefongespräche aufzuzeichnen, sodass der ungewöhnliche Fall dokumentiert werden konnte. Nach einiger Zeit mischten sich die Stimmen nicht nur ein, die unbekannten Gesprächspartner riefen sogar an. Boden hatte für diesen Dialog seine Fragen vorbereitet. Boden? Hallo Charlie. How are you? Kannst du Deutsch sprechen? Ja, ich kann Deutsch sprechen. Okay, du, ich habe verschiedene Fragen. Darf ich sie stellen? Ja. Kommt dieser Telefonkontakt zustande mit Hilfe des elektromagnetischen Systems und mit welcher Hilfsmittel habt ihr kommt diese Verbindung und dieser Kontakt zustande? Ja, wie macht ihr das? Habt ihr mit anderen Menschen auch Telefonkontakt? Ja. Kennt ihr mal die Telefonnummer nicht nennen? Nein. Ich möchte es überprüfen. Nein. Könnte ich euch auch anrufen? Nein. Warum nicht? Mit Internetten. Wie lange seid ihr verstorben? Ich bin keine Verstorbenen. Es ist ein Aggregatzustand. Es gibt kein Tod, möchtest du sagen, stimmt's? Es gibt kein Tod, es gibt kein Weiterleben. Ja, also da widersprichst du dich jetzt. Es gibt kein Tod, es gibt kein Weiterleben. Was gibt's sonst? Aggregatzustände oder Energiezustände. Also sozusagen die Seele, gell? Die Seele ist Energie. Von diesen mysteriösen Dialogen gibt es mehrere Stunden Tonbandmaterial. Boden, ein realistischer Techniker, war davon überzeugt, Kontakt zu intelligenten Dimensionen zu haben, die sich außerhalb unseres bekannten Raumzeitrahmens befinden. Ja, wie sind die Dimensionen aufgebaut? Das kann man einem Menschen nicht beschreiben, weil er dreidimensional lebt. Wie ist mein Vorname? Keine Namen, wir sind Energiemengen. Und warum kommt ihr auf mich zu? Weil du ein Medium bist. Ja, warum habt ihr mich ausgesucht? Es gibt Empfänger und Nicht-Empfänger. Nur ein Receiver, nur ein Receiver. Ja, kann ich dich sehen? Nein. Warum nicht? Energie kann man nicht sehen. Ja, was kannst du bei mir beeinflussen? Wenn du Energie bist, Kraft, was kannst du bei mir beeinflussen zum Beispiel? Alles kann ich umbringen. Das ist nicht sehr freundlich, der letzte Satz. Ich begrüße bei uns einen Mann, der als Physiker recht früh in die Untersuchungen über die mysteriösen Stimmen mit einbezogen wurde. Den Mainzer Physiker Professor Dr. Ernst Senkowski. Ich meine... Nun ist es ja nicht unbedingt die Aufgabe eines Naturwissenschaftlers, einen scheinbaren Spukfall zu untersuchen. Was hat Sie gereizt an dieser Kommunikation? Das technische Phänomen, Herr Holbe. Das dürfte es ja eigentlich nicht geben, dass der Herr Boden nun die Polizei alarmiert, die Polizei ihrerseits die Post beauftragt und man dann feststellt, nichts.
Die Leitung ist nicht angezapft. Ja, man die Stimmen hat sind da. Eine Fangschaltung gelegt, richtig, über Wochen hinweg, ja, und man hat das nicht zurückverfolgen können, woher diese, nein, Anrufe kamen. Nein. Diese Anrufe sind ja nicht unbedingt Dialoge, die man so mit seiner Freundin führt oder mit einem Freund, sondern sie haben ja doch ein Niveau. Ist das ein technisches mehr oder ist es eher ein philosophisches? Es ist beides, denke ich. Zunächst muss man davon ausgehen, dass sich das im Laufe von Jahren entwickelt hat, nach einer langen Pause von 81 etwa, und dass dann eine Steigerung in der Qualität war, auch eine Steigerung in der Menge und eine Steigerung eben in diesem Niveau, das Sie eben, ja, gerade ansprechen. Das heißt, sowohl die Technik ist gewissermaßen im Laufe der Zeit vervollkommnet worden, als auch die Inhalte, die auf die Fragen von Herrn Boden dann eben vermittelt worden sind. Ja. Also er sagt, seid ihr Verstorbene? Da sagen die, es gibt keine Verstorbenen. Und er sagt natürlich, na klar, ich war ja schon mal bei einer Beerdigung, ich habe ja gesehen, dass die Menschen sterben. Und er ist inzwischen selber gestorben. Aber damals hat er gefragt, warum gibt es keine Verstorbenen? Und da sagten die, es gibt nur Aggregate. Energiezustände und Aggregatzustände. Nun ja, das ist ein anderes Betrachtungsniveau. Auf unserer Ebene gibt es natürlich Sterben und Tod und Leben, so wie wir das erleben und wie wir das sehen, verstehen. Mhm. Aber von einer anderen Warte, von einem anderen Niveau aus gesehen, gibt es sicher nur Formveränderungen, nur Wandlungen. Er hat auch gesagt, wo ist denn die Dimension, aus der ihr hier zu mir sprecht? Und Sie haben gesagt, wir können es euch nicht erklären, weil ihr dreidimensional lebt. Ja, Sie haben sogar gesagt, die Frage war falsch. Ja. Das heißt also, von Ihrem Niveau aus gesehen, es gibt kein Wo, weder im Raum noch in der Zeit. Und trotzdem haben Sie gesagt, wir können dich umbringen. Na schön, man kann eine Wirkung irgendwo setzen an irgendeinem Ort und in irgendeiner Zeit. Aber wie das im Einzelnen geschieht, ist für uns auch physikalisch, technisch nicht nachvollziehbar. Dieser Fall ist genau dokumentiert. Die Dialoge sind abgeschrieben worden, die sind auch gedruckt worden. Hat sich so etwas vorher schon mal Ihres Wissens irgendwo auf der Welt ereignet oder danach? Oh ja, vielleicht nicht in diesem Umfang. Aber die ersten Meldungen, die ich persönlich bekommen habe, stammen bereits aus dem Jahr 1917 aus Brasilien. Und sie sind erfolgt als Telefongespräche im Zusammenhang mit den an sich gar nicht so beliebten spiritistischen Sitzungen. Mhm. Es war ganz klar erkennbar, dass diese Telefonanrufe aus den anderen Dimensionen nur dann zustande kamen, wenn zwei Leute, die medial begabt waren, in der Nähe sich befanden. Und dann hat es später vor allen Dingen in den USA eine Arbeit gegeben von zwei Parapsychologen bzw. Journalisten, die Berichte von Zeugen nachgeprüft haben, auch für korrekt befunden haben. Leider ist dieses Buch, diese berühmten Telefonanrufe von Verstorbenen, nicht ins Deutsche übersetzt worden. Aber das ist bisher ein Standardwerk, wo man also nicht sagen kann, die Leute haben sich das eingebildet, sondern wo mehrere Zeugen zum Beispiel mitgehört haben und wo auch die Vermittlungen, die damals noch tätig waren in Amerika, keine Gespräche vermittelt haben. Das heißt, das Gespräch war nur am Ort des Empfängers. Aber mitgeschnitten wurde das Ganze nur bei Manfred Boden. Nur bei Manfred Boden. Das macht den Fall so genau einmal. Ja. Wir sprechen heute über Channeling, also über Kanal sein. Und naja, das wohl klassischste Channeling-Medium ist nach wie vor Jane Roberts. In New York nahm im Dezember 1963 Jane Roberts zum ersten Mal Kontakt zu Seth auf, eine Art außerkörperliche Existenz, die sich künftig durch sie mitteilen sollte. Während der vielen hundert Sitzungen fiel Jane Roberts in Trance, wobei sich sowohl der Gesichtsausdruck als auch die Stimme der jungen Frau total veränderten. Spiritual Biology.